Rudolf Fuß und Frank Puschmann begrüßen Sie zu dieser Partie. Und wie Sie unschwer erkennen können, leise rieselt der Schnee. Aber es wurde uns versichert, dass der Platz wirklich gut bespielbar ist. Hoffen wir also auf eine spannende Partie unter einigermaßen regulären Bedingungen. Heute heißt es also Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach. Schauen wir mal auf die Aufstellung von Hoffenheim. Sieht eher defensiv aus, was sie spielen wollen in diesem 5-3-2. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Das Team mit der schlechtesten Heimbilanz gegen das Team mit der besten Auswärtsbilanz. Ich denke, die können hier auswärts was mitnehmen und die Heimschwäche des Gegners ausnutzen. Borussia Mönchengladbach präsentierte sich gut in Form bei diesem Heimsieg, als wenn es mit Hannover 96 zu tun hat. Da stand ein verrücktes Ergebnis am Ende auf der Anzeigetafel. Ich setze wieder auf Sie. Buschi, was erwartest du von der heutigen Gastmannschaft? Vorne mitspielen wollten sie, gar keine Frage. Aber dass sie zu diesem Zeitpunkt in der Saison so aussichtsreich im Meisterschaftsrennen vertreten sind, damit hätten sie nie und nimmer gerechnet. Da zieht er ab. Tolle Aktion vom Torwart. Das gibt einen Eckball. Dieser Treffer ist auf jeden Fall nochmal eine Wiederholung wert. Den macht er mit dem Kopf, super die Ecke verwertet und da gibt es für den Torhüter nichts zu halten. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Schwegler. Guter Körpereinsatz hier. Starke Aktion vom Torhüter. Und Eckstoß. Der Kopfball ist drin. Und jetzt die Wiederholung des Treffers. Da kommt er mit dem Kopf dran. Die Ecke kam aber auch genau auf den Punkt. Nochmal der Treffer. Diesmal aus einer anderen Perspektive. Schaut doch gut aus. Es steht 2-0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Bicakcic. Was die bislang für eine Saison spielen, Wahnsinn. Und macht er ihn! Super gemacht vom Torwart. Es gibt Ecke.
Super Aktion, gut geklärt. Da kommt der Schuss. Den hält er super. Ja, das gibt Eckball. Und jetzt ist der Ball geklärt. Weiterer Eckball für Sie. Diesen Kopfball hat er ganz ohne Probleme. Ja, der war weder genau noch hart. War gar nichts. Er köpft den Ball zum Mitspieler. Xhaka. Er lässt sich da nicht aufhalten. Da kommt der Schuss. Wie macht er den denn rein? Was meinst du, Buschi? Hat das Wetter den Torhüter hier beeinflusst, beeinträchtigt? Ja, ich glaube schon. Aber das als Ausrede zu nehmen, das ist mir zu einfach. Das kann er besser lösen. Haargenau unter die Latte. Ich fasse es nicht. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Bicakcic. Rudi. Xhaka. Er versucht. Und da haben wir es, das Tor. So, jetzt wird es deutlich. Sie lassen auch zunehmend die Schultern hängen. Oder musst du aufpassen, ansonsten wird es ein Debakel. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Ist wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Partie. Und jetzt ein Zweikampf. Kurani. Er setzt die Grätsche an, auch bei diesen Bedingungen. Bicakcic. Stindl. Und jetzt der Schuss und Tor! Und ein weiteres Tor. Sie scheinen das hier bis zum Ende ganz seriös durchzuziehen. Keine guten Nachrichten für den Gegner. Nee, Wolf, nicht wirklich. Die haben jetzt alle Hände voll zu tun, um eine noch höhere Pleite zu verhindern. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. So ein Ball. So einer, der ist absolut unhaltbar. Wieder ein Treffer. 5:0. Das spricht eine deutliche Sprache. Dahoud. Und er schießt. Klasse aufgepasst vom Torwart.
Sie liefern heute, man muss es deutlich sagen, eine schlechte Leistung in diesem Heimspiel ab. Man merkt das auch, von den Tribünen kommt nichts mehr. Ja, das ist eine ganz neue Situation für die Fans hier, Wolf. Die werden normalerweise verwöhnt. Und es scheint mir so, als wüssten sie überhaupt nicht, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen. Der Ball ist weg und jetzt können sie einen Konter fahren. Das macht er gut. Und jetzt ein Schuss. Und da ist das Tor. Er ist heute richtig gut drauf. Das war für ihn Tor Nummer 2. Also das sind Millimeter, die hier dafür sorgen, dass der Ball doch noch ins Netz geht. Genau gezielt. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Absolut dominant, wie sie hier auftreten. Die logische Folge, das 6:0. Schießt er ihn rein. Postschuss. Freistoß gibt's, aber vielleicht auch eine Verwarnung. Das ist korrekt, es gibt Gelb. Die gibt vielleicht nicht jeder, aber geht in Ordnung. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Da gibt's kein Vertun, der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Per Kopf zum Mitspieler. Mit dem Kopf. Schöner Kopfball. Und der war nicht einfach zu halten. Allerdings, der hätte gepasst, aber der Torhüter. Da kommt der Pfiff. Freistoß. Das Debakel ist schon nach Halbzeit 1 perfekt. 6:0 der Zwischenstand. Das war eine einseitige Geschichte bislang, oder Buschi? Kann man so sagen. Sie liegen klar vorne und wenn sie so weiterspielen, dann brennt nichts mehr an. Klar, es sind noch 45 Minuten zu gehen, aber sie waren so überlegen in der ersten Hälfte, das müssten sie eigentlich packen. Kaderabek. Hamad. Schwegler. Stindl. Fast im Alleingang ab. Tor Nummer 3. Und das war schon sein drittes Tor heute.
Er gewinnt das Ding fast im Alleingang. Sie bekommen ihn einfach nicht unter Kontrolle. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. Kramaric. Kalerabek. Fabian Johnson. Der Ball kommt gut. Stindl. Das ist heute sein Spiel. Er macht sein drittes Tor. Klasse. Und damit hat er ein schönes Dreierpaketchen geschnürt. Und lässt sich völlig zurecht von den Fans feiern. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Jetzt bekommt er seinen Abgang. Super Spiel und jetzt hat er Feierabend. Ständig präsent, dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Tolle Leistung. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Nun Kalerabek. Dahoud. Fabian Johnson. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Und jetzt gibt's hier noch Gelb. Da hat er erst noch den Vorteil abgewartet. Sehr gut gemacht, richtig das Spiel zunächst weiterlaufen zu lassen. Auf der Bank ist Bewegung, es wird einen Wechsel geben. Stindl. Schlecht verteidigt, der geht vorbei. Freistoßentscheidung korrekt. Da muss mehr kommen vom Verteidiger. Was eine Chance, Latte! Schwegler. Die Gäste werden wechseln. Rudi. Da kann er sich den Ball holen. Christensen. Ganz einfach an den Ball gekommen. Gut. Und nun ein Schuss. Der Ball war abgefälscht, also gibt's Ecke. Super Kopfball. So, der Treffer nochmal in der Wiederholung.
Saubere Flanke von der linken Seite, technisch einwandfrei. Und da hat der Schütze natürlich wenig Mühe, diesen Ball zu verwerten. Und wir dürfen uns dieses Kopfballtor nochmal in der Wiederholung ansehen. Schön hereingegeben, klasse verwertet. Das ist hier die Erfolgsformel. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Nachdem bislang, da zieht er ab, tolle Aktion vom Torwart. Hier sehen wir jetzt in der Einblendung den nächsten Gegner der Fohlenelf. Bayern München heißt der Gegner im nächsten Bundesligaspiel. Und da dürfte es ein richtig enges Match werden. Da kommt der Schuss. Sie versuchen noch mal ranzukommen. Hut ab vor der Moral. Branimir Gota. Sauberes Tackling von ihm. Hamad. Das wird nicht gefährlich. Sie haben den Ball. So wird das nichts. Vielleicht zu lässig hier. Branimir, Latte, aber der Ball ist noch heiß. Fällt das Tor doch noch. Jetzt schießt er. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Die nächste Ecke, nochmal eine gute Gelegenheit. Jetzt wird er hier erlöst, Buschi. Er darf runter. Leider keine so gute Leistung heute, folgerichtig die Auswechslung. Und hier jetzt der Statistikvergleich. So viele Ecken gab es bisher. Komplett misslungene Ecke. Der fliegt ins Seitenaus und jetzt gibt's Einwurf. Nun Kaderabek. Kaderabek. El Yunusi. Nordfight. Macht er ihn! Ein fantastischer Treffer! Ganz starke Vorstellung heute und selbst jetzt, kurz vor Schluss, machen sie weiter Dampf. Einfach gnadenlos überlegen. So ein Ball, so einer, der ist absolut unhaltbar. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Und jetzt ein Schuss. Den hält er super. Und gleich der nächste Eckstoß hinterher. Entschlossen geklärt. El Yunusi. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Da kommt der Schuss. Da macht er ihn rein. Das macht er ganz cool. Wo andere vielleicht die Brechstange auspacken, löst er das
mit seiner brillanten Technik. Und er macht es genau so, wie man es von ihm erwartet. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Nachdem bislang nicht viel zusammenging, ist das Tor jetzt dann doch ein kleiner Lichtblick. Oder geht vielleicht noch mehr, Buschi? Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dafür war die Leistung bisher zu überschaubar. Nun Kalle Rabeck. El-Younoussi. Richtig gut vom Torwart, den hat er sicher. Der Schiedsrichter beendet diese Partie. So, die Spannung hat ein bisschen gefehlt, dafür war es einfach zu einseitig. Ja, sie haben hier dominiert, nie nachgelassen und deshalb geht der Sieg in Ordnung. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Hat für mich tatsächlich in diesem Spiel den Ausschlag gegeben, war der entscheidende Mann mit seinen 3 Toren. Sensationelle Leistung.